Ja, es ist schwierig für ihn, aber es war letztes Jahr in Ferrari auch schon schwierig. Ja, wo es dran liegt, weiß ich nicht ganz genau. Aber das Auto ist, glaube ich, noch nicht so ganz, wie er das haben will. Und ich glaube, wie in Monaco und Baku ist es natürlich eine andere Strecke wie Frankreich und wie hier in Red Bull Ring. Und ich glaube, das ist einfach, wo das Auto sich gehört, diese Platzierung, was er geholt hat. Ich glaube, Mick macht einen guten Job. Und vergesse nicht, das Auto ist sehr, sehr schwierig zu fahren. Und dann einen Unterschied zu machen zwischen die Fahrer ist schwierig. Aber ich glaube, Mick macht es gut. Es ist ein schwieriges Jahr, aber ein Jahr zu lernen. Nächstes Jahr kommen alle neue Autos und das wird für ihn gut sein. Aber ich glaube schon, wir sollen ihm Zeit geben und dann wird er gut sein. Ich glaube, es ist alles. Es ist Qualifying, es ist, wie man das Rennen lesen kann, die Reifen. Ich glaube, es ist nicht nur ein Ding. Es ist alles, was dazu kommt. Ja, es ist schwierig. Und mit Haas, die keine Entwicklung haben, das Auto ist zwei Sekunden zu langsam, der Balance ist bestimmt nicht ganz so gut und dann ist es auch schwierig, um zu sagen, da muss man noch lernen oder das muss man noch Ja. lernen. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, für nächstes Jahr wird das Haas-Team auch unterstützt, ein bisschen mehr unterstützt durch Ferrari. Und ich glaube schon, dass da hinter die Kulissen hart gearbeitet wird. Und ich werde sowieso nach einem Jahr mal gucken, was da los ist. Aber ich glaube, Mick macht einen sehr guten Job. Er ist besser wie Mazepin. Er dreht sich weniger. Er ist gut mit der Presse. Und auch was der Mazepin natürlich mehr hat. Im Qualifying ist er im Weg, im Rennen und so. Und da sieht man Mick einen sehr guten Job machen. Ich habe nach dem ersten Jahr in Formel 4 habe ich mich mal eine halbe Stunde unterhalten mit Corinna. Und da hat sie mich gefragt, welchen Weg einschlagen soll. Na, das habe ich dann gesagt. Und das ist seitdem eigentlich nichts mehr. Die hatte mir gefragt, welches Team am besten sein würde für Mick. Und dann habe ich es auch gesagt, das war Prema. Prema war damals immer das Beste in Formel 4, Formel 3. Und da sind die dann auch hingegangen. Ich kam gut zurecht mit ihm. Ja, wie muss ich sagen, privat hatten wir immer sehr viel Spaß. Auf der Strecke war er sehr, sehr professionell. Ich habe natürlich nach ihm geguckt, wie der Dinge macht und ich habe davon gelernt. Aber damals war ich nicht, wie sagt man, war ich nicht gut genug und vielleicht auch zu wenig Erfahrung, um eine gute Leistung hinzubringen. Michel war und er war sehr, sehr stark, das hat man natürlich auch gesehen. Für mich war das das erste Jahr. Ich hatte fast keine Erfahrung, wie ich in die Formel 1 war. Ich hatte noch sehr viel zu lernen. Ich habe sehr viele Fehler gemacht und das hat mir ja nicht geholfen in meiner weiteren Karriere. Max war noch gar nicht da in Ja, ja, 94, aber ja. der hat die Bilder natürlich schon gesehen und da haben wir darüber gesprochen. Aber ich muss sagen, natürlich, wir wissen ja alle, dass es gefährlich sein könnte. Aber wenn man da danach nachdenke, dann glaube ich nicht, dass du noch schnell fahren kannst. Ja, und du bist ja froh, dass du dann nächsten Rennen wieder fahren kannst. Und das war dann, für mich war das da Budapest. Und da war ich dann auf dem Podium zum ersten Mal mit dem Benetton. Und ja, Dinge passieren, wenn die dann gut ablaufen, dann ist es okay. Es war natürlich im Pitlane, das war wie sagt man, der beste Stelle, um etwas so zu haben, weil da waren die meisten Leute mit Feuerlöcher und alles so. Am Endeffekt ist alles gut gekommen und ich habe überhaupt keine Probleme damit.